Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Teil von Closing Store Simulator. Wir stehen immer noch in unserem Lager. Wir haben ein bisschen umgebaut in der letzten Folge. So ganz wohin bin ich immer noch nicht, aber ne? Weil wir brauchen Platz. Aber ich befürchte, Platz kriegen wir erstmal nicht, ne? Oder? Wann kriegen wir wieder einen neuen Platz? 42. Ah, wir sind gar nicht so weit entfernt von neuem Platz. Aber es ist teuer. Aber ich würde sagen, weil wir haben ja alles fertig. Das Problem ist, unser neuer Platz wird genau da wahrscheinlich kommen, wo wir umgebaut haben. Was aber... Es kann aber auch ganz cool werden. Ich lasse einfach mal laufen. Jungs und Mädels, ihr seid ready. Wir gucken mal, haben wir eigentlich was? Oh, wir können... Oh, Nieschuhe. Nieschuhe. Vor allen Dingen zweimal hintereinander Schuhe. Dieses Spiel hasst mich. So, wir können natürlich nochmal designmäßig ein bisschen was machen. Ich habe... Irgendwas habe ich nämlich so, wir hatten Frauen, genau, das, ich weiß halt nicht, ob wir das Andi-T-Shirt auch als für Frauen anbieten oder, ne? Ich bräuchte da eine Dame eigentlich von euch. Wer möchte auf einem T-Shirt verewigt werden? Ich hatte eigentlich den Tag versucht, was von den Designs, okay, das, was ich importiert habe, ist nicht mehr da. Weil das war auch, glaube ich, dann nur Dings, ne? Weil wir natürlich auch einfach ein schwarzes T-Shirt nochmal machen können. Die sind schon niedlich, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ich habe mir auch schnell das hochgeladen, was ich noch als BNG da hatte. Ich habe mir eben geguckt, das sieht eigentlich ganz cool aus. Auf der Mütze. Weil das so richtig schön nach vorne drauf passt. Was natürlich jetzt, wir haben jetzt keinen. Ach, das habe ich leider auch nicht in Dings, ne? Ich bin mir ja so unvorbereitet, Leute. Ich habe übrigens auch, wir müssen mal gleich gucken gehen. Wollen wir die einfach so nehmen? Ich finde die ja echt total niedlich, ne? Gut, man sieht jetzt unseren Ladennamen nicht so cool, aber ich kaufe die jetzt, finde die cool. Passt zwar jetzt auch nicht in den Gang da, wo, ne, also, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass ich Sachen bestelle, die, ne. So, ich wollte euch nur mal kurz zeigen, ob man das jetzt sieht. Nee. Oh, wir brauchen anscheinend... Mensch, hier ist aber einiges los, ne? Ich weiß gerade, warum wir keine neuen Taschen haben, Leute. Ich habe das ausprobiert und ich habe es nicht gespeichert, weil ich wollte es ja nicht so machen. Ich wollte, dass ihr daran teilhabt am, ne, jetzt ist natürlich das Problem. Ich habe das auch nicht hochgeladen. Wo könnte man hier die Taschen? Wartet's ab. So. Wir nehmen nämlich unsere neuen hier. Ich finde die ja voll, ne? Viel, viel schöner. Und guck mal. So, das sind ab sofort unsere neuen Taschen.
Ich meine, die waren auch schick, ne? Ich hätte auch gerne mehrere Taschen, ne? Ich hätte nicht nur gerne eine, sondern ich hätte halt gerne kleine Taschen, große Taschen. Ich komm. Hi, kann ich dir helfen? Ist irgendwas nicht in Ordnung mit dir? Oh, ich glaube, sie hat ein Problem. Sie ist anscheinend überarbeitet. Kann ich völlig verstehen hier, ich meine. Aber, ja. Müssen wir mal gucken, ob wir die, so, warte. Was hatten wir jetzt? 41. Okay, wir haben es nicht ganz geschafft, zu Dingsen, ne? Bis 42 zu kommen. So, wir machen mal kurz eine Bestellung in der Zeit, wo die Jungs und Mädels nachfüllen. Einmal alles, was... Ach komm, wir nehmen die Schuhe gleich dazu. Komm, einmal alles Schuhe. So, einmal bestellen. Bitte. Das können wir gleich so nochmal. Ne, wir wollten eigentlich unter 40, aber... Passt. So, hier. Ihr seid noch gut unterwegs, ja? Guck mal hier, ne, das... Jungs, Mädels, seid mir nicht böse, aber ihr wisst, ich habe keine Ahnung, wo das hinkommt. Ah, ich finde, sie hat anscheinend ein echtes Problem, ne? Ich befürchte ja, dass wir die vielleicht rauskicken müssen, aber da müssen wir bestimmt alle entlassen, ne? Guck mal, ich such mal schnell. Mal schnell suchen ist hier, ne? Auch noch mehr mitnehmen können. Ja. Wir machen einfach mal den nächsten Tag. Guck mal, heute fanden gar nicht so viele unsere Sachen zu teuer. Aber das da haben sie, ne? Aber wer weiß, seit wann die da hinten schon festgebackt ist, ne? So, neuer Tag. Sie ist weg. Okay. Das ist gut, das muss noch. Da muss ja noch einiges gemacht werden. Wann können wir die nächsten. Freunde, kommt. Oh, das heißt, wir brauchen ganz wichtig. Und die Pflanze war das, die so hübsch hinter die Türen passt, ne? So, wir haben zwei neue Mitarbeiter. Wir brauchen zwei Stühle. Ich stell die mir jetzt nach vorne, damit ich die auch finde. Und schon fertig die Jungs, ey. Hätte ich das gewusst, hätte ich die... Ja, hier, warte, du kriegst deinen Stuhl. Oh mein Gott, du musst doch nicht stehen. Hier. Du hast einen Stuhl. Bitte, setz dich. Aber haben wir nicht auch noch einen Verräumer eingestellt? Ach guck, da kommt er. Da kommt er. Hier, so. Es soll keiner sagen, dass ihr nicht wenigstens sitzen dürft, ja? Finden Werbung. Ich eile, ich renne, ich komme. So. Bestellen wir noch schnell. Ha. Wird. Ich meine, prinzipiell würde die Pflanze ja dahin passen, ne?
Dass die durchs Glas backt, ist ja, ne? Wir ignorieren es jetzt einfach kurzzeitig. So, Freunde, ab geht die wilde Fahrt. So. Ich bin immer noch dafür, ne? Ich würde den unwahrscheinlich gerne irgendwie ein Sofa irgendwo hinstellen. Das ist noch eine Einerwand und eine Zweierwand, ne? Da ist echt anscheinend nur... Was hatte ich vor, dass ich schon so viele gekauft habe? Weiß anscheinend keiner mehr. Guck mal. Sie ist gleich wieder voll dabei. Auf geht's, komm. Ihr könnt auch schon mal aufstehen. So, weil wir eh nichts anderes zu tun haben, ne, wenn die Jungs und Mädels da, heißt das für uns, wir stecken den Kopf in den Computer und machen Bestellungen. Und machen Bestellungen. Aber ist auch gar nicht so viel. Wenn es gar nicht so viel ist, ne? Gucken wir mal nach Schuhen. Ah, wir müssen ja auch die neuen Schuhe, ne? Da kümmern wir uns drum, wenn wir die Erweiterung geholt haben. Das wird was, was wir machen, wenn wir die Erweiterung haben. Ja. Ach, ihr seid super. Klasse. Guck mal, wir brauchen auch einen hier für unseren... Es wird schon wieder, ne? Wo können wir denn... Wir bestellen einfach mal eins. Möbel. Bestellt, oder? Doch, das klingt nach... Oder? Okay, völlige Verwirrtheit, hat wieder gewonnen. Wir nehmen mal einen Korb. Schmeiß es mir bitte nach vorne. So. Mal Eigenkreation kommt hier hin. Muss ich jetzt eigentlich schnell sein, weil die sonst die anderen... Dings da draufsetzen. Ah, das hat schon was. Oder? Das hat was. Vor allen Dingen so an der Kasse, ne? Ist wie so... Wie so die Quengelkasse, ne? Du siehst nochmal, was ich so... Oh. Das nehme ich mal mit. So. Ihr seid schon fertig. Also, die sind ja unglaublich schnell, ne? Ist halt die Frage, stellen wir jetzt gleich nochmal? Oder holen wir erst die Erweiterung? Kostet 32.000, 35? Wir hätten, glaube ich, genug Geld zum auch noch zu bestellen, ne? Weil dann hat jeder was zu tun, wisst ihr? So, ich mag dieses Gefühl nicht, dass manche nichts zu tun haben. Ich meine, ich bezahle die ja auch nicht für nichts, ne? Da sind wir sogar... Über dem, was wir eigentlich haben wollen. Da auch. Das passt so.
bin ja auch immer noch hart dafür, dass das Bestelllimit nach oben gesetzt wird, ne? Aber vielleicht haben sie auch dann einfach nur Angst, dass dann alles in sich zusammenfällt. Wobei ich auch sagen muss, da im Discord habe ich auch Bilder gesehen von Türmen. Ne? Also wenn ich da schon dachte, ich habe schon Türme fabriziert. So, Jungs und Mädels, wie schaut's aus? Okay, die letzten Kunden sind noch da. Die sind noch ein bisschen klein, die Beutel, ne? So ein bisschen größere, so diese Schultertaschen. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, perfekt. Wäre perfekt, vor allen Dingen für das Design. Wir gucken gleich, was übrig geblieben ist. Gar nicht so viel. Heute hatten wir nicht. Oh, hi. Na, du hast nicht gesehen, dass ich das da hingeschmissen habe? Ja. Denkt sich auch, ey. Was ist das denn für eine? Schmeiß das einfach dahin. Läuft gut, ja? Alles klar. Super, ihr seid toll. Hi. So. Er ist schon fertig. Er geht. Hallo. Wie weit das nach hinten geht, ne? Man glaubt das gar nicht. Ja. So. Ihr seid noch da. Ich werde es einfach nie lernen, ne? Ich werde es nie lernen. So, wir können den nächsten Bereich kaufen. So. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal flotti-flott an. Oh mein Gott. Oh, diese Ecke da, ne? Mm, ihr fühlt's, oder? Ihr fühlt's, oder? Das heißt, wir werden ihn, also nicht ihn, sondern ihn. Boah, kann ich ihn jetzt? Ah, dann ist wieder hier die. Also manchmal hat man schon echt so das Gefühl, ne? Das Spiel möchte einen mit aller Macht zur Weißglut treiben. Warum kann ich denn aber auch die Füße nicht? Ich hätte die Füße jetzt gerne, ne? Ich hab die Wand vergessen. Ach, Leute. Ich hab's richtig im Ohr. Ihr jetzt alle schreit die Wand. So. Ja, das heißt, wir müssen ihn eigentlich wieder. So. Jetzt bleibt uns schon eigentlich gar nichts anderes übrig, wie die hier so, ne? Ich weiß ja gar nicht, warum ich immer so scharf auf die Erweiterungen bin, ne? Weil danach ist es immer irgendwie. Ich will nicht sagen elend, aber, ne? Ja, Blümchen. Gehörst einfach dazu, ne? Vielleicht können wir da nochmal einen Spiegel hinstellen oder so. So, das Problem ist ja jetzt. Was machen wir denn hier jetzt? Ziehen wir die Wand weiter? Eigentlich müssten wir das machen, ne? Komm, wir machen mal nächsten Tag dann mit, ne? So, ich wollte gerade sagen, ich kann bestimmt hier schon mal die Werbung anschalten. Haben wir noch. Hi, Leute.
Guckt einfach nicht in den Laden, ja, da ist schon wieder Katastrophe. Krieg ich die jetzt so dahin, ohne dass wir das alles... So. Ne, wir kriegen die nicht so dahin, dass... Das heißt, wir stellen erstmal die Wände um. Passt so, ne? Ja. Brauch noch eine Wand. So eine kleine, ne? Ah, würde da eine Zweierwand? Würde da eine Zweierwand direkt reinpassen? Was ist mit euren Schuhen los? Wir kaufen einfach nochmal Wände. Komm, von allen, wir werden sie brauchen irgendwann. Wir werden sie brauchen irgendwann. So. Du bist eine Dreierwand. Immer eine Zweier. Eine Dreier. Gib mir eine Zweier. Die sehen also groß aus. Du bist eine Einzelne. Da sind wir uns einig, oder? Das ist eine Einzelne. Du bist eine Zweier. So. Und wenn du jetzt hier perfekt reinpasst, ne? Immerhin, wenigstens etwas. Immerhin, wenigstens etwas. Ah, jetzt muss... Ihr wisst, was jetzt kommt. So. So. Jetzt steht er halt so ein bisschen auf verlorenem Posten da hinten. Und das Problem ist, wir können hier halt auch eigentlich erstmal nichts hinstellen, weil, komm, wir nehmen mal so ein bisschen das weg, was hier so im Raum direkt drinne steht. Damit wir da so ein bisschen Platz haben. Weil da wollen wir ja auch auf die Idee gehen, dass wir... noch ein paar Wände setzen, um einfach ein bisschen mehr Platz zu haben, ne? Aber das ist schon gar nicht mal so schlecht. Guck mal, wir stellen das so dahin. Das sollte da ja nicht... Haben wir hier nicht noch? Das Problem wird halt wirklich sein, ne? Das ist aber auch... Ich befürchte halt jetzt schon, dass sie sich nicht da anstellen werden, weil wegen... Da steht was. Kann man nicht auch erstmal wieder zusammenklappen? Was haben wir denn hier? Das ist auch Mann. Was ist da oben drauf? Jungs und Mädels. Jungs und Mädels, merkt euch, das sind Regale. Also keine Regale, sondern hier die Dinger da. Ne, ihr wisst schon. Und aufpassen. Kippgefahr. So, also so schlimm ist es gar nicht, ne? Es sieht ordentlich aus. Die Frage ist halt wirklich jetzt nur... Ah, wobei, das gefällt mir nicht, ne? Das gefällt mir nicht. Ich würde das echt gerne eigentlich noch, aber da werden die sich dann nicht anstellen. Wenn wir ihn halt noch so, ne, nach da... Fürchte echt, da werden die sich nicht anstellen. Aber egal,
Das werden wir in der nächsten Folge dann herausfinden. Ich mache hier erstmal dann einen Cut. Wünsche euch einen wunderschönen Resttag, Restabend, Restwoche, Restwochenende, wann auch immer ihr dieses Video euch anschauen werdet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr das angeschaut habt. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.